herzlich willkommen vor dem Rückrundenauftakt am Samstag in Kiel. Ich darf unseren Trainer Alex Zorniger herzlich begrüßen und Alex sich dann auch bitten, den Blick auf den Samstag zu werfen. Ja, guten Morgen alle zusammen zur ersten PK in diesem Jahr. Lange Vorbereitungsphase jetzt. Man guckt natürlich auch, wie machen es die Kollegen und auch die Vereine in anderen Ligen. Erste Liga ist schon krass auch von der Ergebnisse her. Du versuchst eigentlich auch immer möglichst viel rauszulesen und genau zu wissen, wie ist der Status quo jetzt gerade in der Truppe. Aber es ist nicht so einfach. Du merkst einfach immer erst am Spieltag und das siehst du auch in der Bundesliga. Einer von meinen besten Kumpels, Tommy Letsch mit Bochum, war jetzt glaube ich auch nicht super enthusiastisch auf der Vorbereitungsphase. Ja, du verlierst gegen Verl, du spielst gegen Paderborn unentschieden, verlierst gegen KSC, verlierst gegen Holländer und so weiter. Und im ersten Spiel nagelt schon mal kurz Tata mehr oder weniger an Wand und auch jetzt gegen Leverkusen gut gespielt. Auch andere Teams, ja, Freiburg schlägt dann hoch oder vorne. Der HSV und 6-2 und kriegt dann ordentlich eins überbügelt. Und wenn einer, wenn es eigentlich keinen Zweifel gibt über einen Trainerkollege in Bezug auf Seriosität im deutschen Fußball, dann ist es, glaube ich, der Christian Streich. Ja. Also es ist immer nicht ganz einfach, da zu viel rauszulesen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht ganz schlecht, weil du immer mit so einem Quäntchen mehr Fokus in den ersten Spieltag reingehst. Und so ist es bei uns genauso. Ja, wir hatten, glaube ich, insgesamt eine sehr gute Vorbereitungsphase. Auch mit den richtigen Fingerzeigen zum richtigen Zeitpunkt. Die Mannschaft setzt das um, was wir wollen, vor allem auch im Training. Du merkst auch jetzt, ja, sie sind nervös, das ist eine normale Anspannung. Das siehst du auch im Training. Und jetzt ist es, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt gegen Kiel losgeht, nach einer relativ langen Zeit ohne Pflichtspiel. Vielen Dank. Jetzt nochmal die Fragerunde. Wer möchte den Anfang machen? Michael Fischer führt dann Nachrichten darf. Herr Zorniger, Sie haben jetzt ja schon die lange Winterpause angesprochen. Sie haben auch viel Zeit gehabt, jetzt an verschiedenen Dingen zu arbeiten mit der Mannschaft. Wir haben uns oft unterhalten, wie weit die Mannschaft jetzt schon ist. Wie weit ist sie denn jetzt in 2 Tage vom ersten Pflichtspiel und wie viel Zorniger steckt denn jetzt in dieser Mannschaft? Das würde ja bedeuten, wenn du deinen Job eigentlich richtig gut machst, dann geht es immer nur so. Ja. Und irgendwann wird es erste Liga sein, und irgendwann wird es Europa sein, und irgendwann muss es eigentlich deutsche Meisterschaft sein. Aber das, wenn es so einfach wäre, dann gibt es auch intelligentere Kollegen wie mich. Ja. Dann hätten wir schon ein paar andere deutsche Meister als der FC Bayern. Es ist halt nicht so, sondern es gibt immer wieder Situationen, mit denen du dann arbeiten musst. Es gibt auch Situationen bei den Spielern, wo du immer weiter in der Überzeugung drinbleiben musst. Ja, im Moment haben wir die Situation, dass wir einfach aus einer guten Vorbereitungsphase und einer sehr guten Phase vor Weihnachten kommen mit vielen guten Ergebnissen. Und das merkst du auch bei der Mannschaft. Ja, die wollen das auch weiter umsetzen und sie machen es auch immer besser. Aber das ist ein ständiger Prozess, in dem wir da sind. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass einfach die Coaching-Hinweise nicht mehr so fragend angenommen werden. Ja, das ist dann klar, was wir damit meinen. Das hilft dann auch in der Umsetzung. Prozentual kann es eigentlich nicht sagen. Mir geht es vor allem darum, dass ich das Gefühl habe, dass diese Truppe die Spielweise annimmt. Und das war glücklicherweise schon nach 4 Tagen eigentlich so. Und da werden wir auch weiter dran arbeiten jetzt. Nico Gehlers, was ist das? Sie haben die Quervergleiche angesprochen jetzt zum Bundesliga-Auftakt mit doch sehr teilweise verwunderlichen Ergebnissen. Sie haben es selber gesagt, man weiß nicht so wirklich, wo man steht. Ist das mehr Gefahr oder mehr Chance? Immer mehr Chance. Im Leben ist alles immer mehr Chance wie Gefahr. Das sehe ich bei uns auch. Ja, wenn die Mannschaft... Ein Thema wird einfach immer toujours, solange ich da bin, immer Intensität sein. Haben wir die Intensität, die wir benötigen in jeder Situation? Kriegt man den Wechsel, den wir aus dieser Intensität dann rüberkriegen wollen mit Qualität, also aus der hochaggressiven Arbeit gegen den Ball, dann die Qualität mit dem Ball, was auch ein bisschen mit Ruhe zu tun hat, mit dem Puls dann nochmal runterzufahren, kriegt man das gut hin? Wenn wir da die richtigen Steps machen,
dann wird alles, was hier passiert, mehr Chance sein. Und das sehe ich auch fürs Wochenende. Ja, das ist, Kiel weiß auch nicht so richtig, wie sie dran sind, glaube ich. Sie haben einen neuen Keeper jetzt. Oder was heißt neuen? Da wird man sehen, wie sie das alles umsetzen. Genauso wie bei uns auch. Sie haben sicherlich den Heimvorteil. Kann ich jetzt in meiner Zeit auch nicht sagen, dass es ein brutaler Nachteil gewesen wäre. Zu Hause haben wir 6 Punkte, Köln auswärts 4. Also da fahren wir nicht irgendwie extrem angespannt mit Kiel oder Fliegen. Michael? Eine Frage, die bis dann an Ihre Ausführungen anschließt. Beim Neujahrsempfang hat Rashid Azouzi ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt für die Rückrunde. Sie waren nicht so begeistert von diesem Ziel. Wie schwierig ist es jetzt, da so einen Mittelweg zu finden in der Rückrunde zwischen der notwendigen Begeisterung, die man ja auch entfacht hat in den ersten 4 Spieltagen, und so einer Wachsamkeit in Bezug auf die Tabelle? Wer hat Ihnen gesagt, dass ich nicht so begeistert war von dem Ziel? Sie wirkten so. Das war meine Interpretation. Also meine Frau ist fast 10 Jahre mit mir zusammen. Die weiß nicht genau, wie ich in manchen Situationen denke. Da können wir bei unserer leichten Liaison miteinander seit 3 Monaten erst recht davon sprechen. Also, was mir richtig auf den Geist gegangen wäre, wenn er jetzt gesagt hätte, alles andere als der Abstieg wäre ein Riesenerfolg für uns. Weil dann würde ich sagen, boah, was denkst du eigentlich über mich? Und die Spieler würden vielleicht sagen, boah, was denkst du eigentlich über uns? Ja, deswegen, er hat das Ziel ist ambitioniert. Ich glaube, das muss schon auch ein Stück weit sein. Und dann schauen wir, was wir davon umsetzen können. Ja, aber habe ja auch schon gesagt, ein Ziel bringt dir keinen einzigen Punkt. Wir müssen jetzt einfach performen. Wir müssen Dinge umsetzen auf dem Platz. Immer wieder auch nach Rückschlägen die richtigen Schlüsse ziehen. Und dann werden wir sehen. War das die Frage? Georgios Zakarides von Frankenfernsehen. Sie haben schon den neuen Keeper bei Kiel auch angesprochen, die Neuverpflichtung. Marcel Happ hat jetzt in der Pressekonferenz bestätigt, dass Tim Schreiber spielen wird. Inwiefern bereiten Sie auch Ihre Angreifer vielleicht auch auf die Stärken und Schwächen des gegnerischen Torhüters dann vor, spezifisch dann bei Tim Schreiber? Ist kein Thema eigentlich. Ja, also ich glaube, gestern beim Handball hast du irgendwie auch gesehen, dass es irgendwie auch in die Hose gehen kann, mit dem der potenziell der bessere Torwart ist. Ja, und dann hält der andere jeden Schuss. Ich glaube, wir haben eine hohe Qualität im Angriff, wenn man eine gewisse Ruhe auch beim Abschluss an den Tag legt, machen wir da Königin. Und nach wie vor finde ich schon, dass die Basis für die erfolgreiche Zeit jetzt eigentlich war, ganz viel Enthusiasmus, ganz viel Intensität auch gegen den Ball. Und dann wird es auch ganz schwer sein für Kiel, dass er da Tore schießt. Georgi, du darfst nochmal. Noch eine Nachfrage auch personell zum Gegner. Mit Louis Holtby wird wahrscheinlich der beste Spieler beim Gegner, ist noch fraglich. Inwiefern würde das auch Ihre Vorbereitung auf das Spiel beeinflussen, ob er jetzt spielt oder nicht? Nicht so sehr. Wir gehen von dem System mit einer Dreierkette aus, mit 2 Zehner. Ja, also eigentlich das gleiche System mit dem Ball, wie es Linz auch am Wochenende gespielt hat, wo wir auch so ein paar Fingerzeige nochmal erfahren haben. Wie haben wir in der Dreierkette damit umzugehen? Wir wissen, dass Rese noch da ist, der natürlich mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Zielstrebigkeit. Das wissen viele hier, natürlich auch für Probleme sorgen können und wie wir das aufnehmen wollen. Das ist eigentlich so das Wesentliche, auf was wir uns vorbereiten, ob das dann Wertung auf der anderen 6 spielt. Spielt eigentlich nicht so die Rolle. Michael? Sie haben gerade das Linz-Spiel schon angesprochen. Hat sich in dieser Woche jetzt nochmal jemand anderes aufgedrängt als die 11, die in der Stadt standen gegen Linz? Ja, wir haben gestern eine 11 gegen 11 gemacht, da hat sich die B11 extrem, A2-11 extrem positioniert, gerade auch vorne drin. Ragnar hat seine alte Intensität wieder, die ihm ab und zu mal abgegangen ist. Ja, wenn du auch gesehen hast, wie er gegen Linz aus großer Entfernung ansprintet ist, das hat schon was von einer Büffelherde gehabt. Das ist das, was wir dann auch brauchen. Ja, wir müssen da schon ein bisschen Panik auch im Anlaufen verbreiten. Über die Situation Marco Meyer und Simon Asta brauchen wir nicht weiter sprechen. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz enges Ding. Ju ist nach wie vor da. Nils zeigt sich präsent. Luca Itter ist letzte Woche ausgefallen gewesen mit einer Krankheit. Hätte ich auch keine Probleme. Krise hat jetzt gut trainiert. Hat also gestern keine Probleme gehabt. Ist clever genug, auch um die letzten Körner dann auch noch ein bisschen zu sparen. Also es gibt genügend Spieler, wo ich überhaupt keine Probleme hätte, die jetzt gerade eben mit reinzuschmeißen. Das Gute bei uns ist gerade eben, dass eigentlich
bis auf Robin nach wie vor. Devin haben wir zwar ein bisschen rausgenommen, der ein bisschen muskuläre Probleme hatte im Trainingslager, die wieder ein bisschen aufpoppt sind. Sind alle anderen fit und das tut uns natürlich schon gut. Ja. Und vor allem, das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Thema in der Sommervorbereitungsphase, dass der eine oder andere da dann Probleme damit gehabt hat, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, egal ob es die extrem ambitionierten vom Geschäftsführer Sport sind oder auch die individuellen von jedem Einzelnen, dann brauchen wir einfach einen möglichst großen Kader. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo wir sagen, warm machen, rein, müssen die da sein. Ja, da ist Fußball einfach ganz klar. Ja, wenn du nur Ambitionen hast und dann, wenn du die Chancen hast und wenn es nur 10 Minuten sind, dann sagst du, ja gut, sind ja nur 10 Minuten, dann wird dein Weg nicht weiter nach oben gehen. Eine letzte personelle Frage. Sie haben Sebastian Griesbeck angesprochen und klingt sehr zuverlässig. Was wäre denn, wenn er nicht spielen könnte? Unzuversichtlich. Zuversichtlich? Auch. Ja. Wenn er nicht spielen würde, dann wäre die erste Option gerade Luke Alter. Ja. Zwei Linksfüßler, ich sehe es in Ihre Augen. Ist nicht so das Problem. Er hat es gestern in der anderen Truppe immer bewusst mal in die Position reingestellt. Wirklich sehr gut gemacht. Manu König, danke. Ja, der Maxi Dietz wäre eine andere Option. Der hat es gut gemacht in der Vorbereitungsphase. Aber Luca ist einfach, der ist da jetzt gerade eben. Ja, genauso wie es Gideon auch ist. Ja, die machen das richtig gut. Ja, wichtig ist für uns, dass wir die Sicherheit in der Dreierkette weiter haben, die wir in meine ersten vier Spiele wieder haben. Dass wir auch mutig agieren, dass wir nach vorne raus verteidigen, wenn es sein muss. Dass wir die nicht aufdrehen lassen aus dem Mittelfeld raus. Und unsere Offensive versucht regelmäßig Druck aufzubauen und wir fallen hinten ab mit der Kette. So allgemeine Abläufe, die müssen einfach funktionieren. Und darüber hinaus mache ich mir individuell keine Gedanken gerade. Natürlich brauchen wir darüber sprechen, was für eine Bedeutung in Prane Hogotha für die Mannschaft hat. Auch Max Christiansen, hinten drin Damian. Aber ich mache mir da wirklich keine Gedanken. Auch Leon Schaffrath hat zeigt, Andi wird starten. Er zeigt in Darmstadt, wie man Punkte sichert. Ja, das erwarte ich einfach von den Jungs da hinten drin. Ja. Nico? Wie schwierig war es denn, als Sonniger, sich auf Kiel überhaupt vorzubereiten? Weil ich kann mir vorstellen, vor der Pause oder vor der langen Pause, man hat ja immer so seine Vorstellungen von Gegnern. Hat Sie das, was Sie jetzt so aus Kiel erfahren haben, komplett überrascht und vielleicht manche Überlegungen über den Haufen geworfen? Oder weil es ja doch war es jetzt nochmal schwieriger, nochmal intensiver den Gegner vorzubereiten? Man hat ja nicht so viel erfahren, ja, weil man dann in Kiel gesagt hat, das Hannover-Spiel, das machen wir aber ganz geheim. Ja, da gibt es nicht mal eine Aufstellung für die Medien. Auch okay. Ja, wir fahren, glaube ich, ganz gut damit, wenn wir uns auf uns konzentrieren und dann wird man am Samstag sehen, was Kiel da macht. Ja, also wenn sie jetzt mit einer Viererkette spielen und mit einer Raude und zwei Spitzen oder mit vier Spitzen, dann wären wir wirklich überrascht. Ja, aber du solltest halt als Trainer möglichst versuchen, Dinge zu tun, die deine eigene Truppe nicht mehr überraschen wie der Gegner. Ich glaube, bei uns war es mal relativ deutlich. Ja, ich bin ja schon auch ein Fan davon, dass wir diese Stärke auch demonstrieren, auch nach außen. Ja, und wenn irgendjemand den weiten Weg von Kiel hierher gemacht hat, in Linz, oder wenn sie irgendwo in Deutschland im Süden einen anderen Scout haben und da jemanden hergeschickt haben, dann okay, dann werden sie ihre Schlüsse draus ziehen. Und wie wir es dann umsetzen am Wochenende, das soll das Maßgebliche sein. Also, ich glaube, wir haben genügend Informationen. Kiel wird nicht mit Ronaldo auftreten, der ist in der Zwischenzeit in der Sonne. Und insofern wissen wir, glaube ich, wer spielen kann. Mir kommt es mehr darauf an, wie es meine Jungs auf den Platz bringen. Michael Fischer nochmal. Es gibt auch noch eine personelle Frage. Maxi Dietz bleibt fest bei Ihnen jetzt einmal, Sie auch hervorheben, hat wieder mittrainiert nach dem Trainingslager auch. Das schauen wir jetzt mal. Jetzt kommt, Maxi war vor allem auf die Situation weiter im Kader, weil Gideon uns nicht zur Verfügung steht am ersten Spieltag. Und weil es gut gemacht hat darüber hinaus. Und dann werden wir weiter besprechen, wie wir die Situation handhaben. Das ist, wir haben heute Morgen schon über die, wenn wir eine oder andere Spieler natürlich auch aus U23 im Blick haben, haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen, wer da gerade eben auch sich vielleicht ein bisschen sichtbar macht. Und die U23 ist für uns immer eine Plattform,
wo wir sagen, aus unterschiedlichen Gründen, da schauen wir genauer hin. Ob das jetzt ein Testspiel ist, ob das eine Trainingsleistung ist, ob das im Umgang miteinander ist. Ja, die Präde sind hier traditionell sehr, sehr kurz und so handhaben wir es auch. Und wenn da jemand einen guten Job macht, ja, wir werden nach wie vor auch bei Philipp Müller genau hinschauen. Ja, wir haben den Lucien nach wie vor auf dem Schirm. Wir haben einen tollen Keeper bei der U23 und bei der U19. Da schauen wir schon ganz genau hin. Georgios? Ich weiß nicht, ob Sie auch die PKs der Gegner immer verfolgen. Der Trainer Masserab hat ja auch Ihre Mannschaft als hervorragende Mannschaft bezeichnet und vor dem Umschaltspiel speziell gewarnt. Wie kann man dann, also natürlich bereiten sich Mannschaften oder Gegner gegenseitig aufeinander vor. Wie können Sie dann die Kieler noch überraschen, wenn Sie doch schon wissen, dass Umschaltspiel so die Maxime sein wird? Also wissen Sie, ich hab ja auch eine Geschichte. Ja, und ich habe mit RB eine ganze Zeit lang gespielt und jeder Trainer hat immer genau gewusst, wie wir spielen. In Brøndby genau das Gleiche. Der Trainer vom FC Köln hat immer gesagt, jeder weiß ganz genau, wie sie spielen und trotzdem ist es jedes Mal wieder neu, wenn wir gegen sie spielen. Jetzt haben wir, glaube ich, unsere Spielweise auch aufgrund der Möglichkeiten hier beim Kleeblatt mit den Spielern ein bisschen adaptiert. Aber sind, glaube ich, immer noch richtig ekelhaft zu spielen, vor allem wenn du das erste Mal gegen uns spielst. Deswegen ist halt mein Fokus oder unser Fokus ganz klar darauf, dass wir diese Spielweise möglichst hochprozentig auf den Platz bringen. Und ich glaube, dann kann es intensiv werden am Wochenende. Ja, und dann hat Kiel eine brutale Qualität in der Offensive. Ja, sie sind weitgehend nicht mehr das Team, das am ersten Spieltag hier gespielt hat. Und dann kann es einfach auch ein richtig geiler Kick werden. Ja, und da versuchen wir natürlich wieder das bessere Ende für uns zu haben. Aber wir machen uns keine Gedanken über Dinge, die wir nicht ändern können. Das ist zum einen der Gegner und ist zum anderen, wie der Gegner uns aufnehmen will. Wir müssen unseren Job so gut wie möglich machen. Eine Frage noch von mir. Sie haben gesagt, Sie sind Fan davon, Stärke auch zu zeigen. Steffen Baumgart hat ja letzte Woche ein bisschen mit einem Tabu gebrochen und schon zwei Tage vor dem Spiel die Aufstellung preisgegeben. So als Trainerkollege, ist das so ein Signal, dass man dann auch mal überlegt, irgendwas zu setzen, weil es ja auch relativ gut funktioniert hat? Also es gibt auch da zwei Extreme. Ja, das eine ist, niemand zum letzten Vorbereitungsspiel zu lassen. Das andere ist, rauszuposaunen, wie du von 1 bis 11 spielst. Hätte ich vor 5, 6, 7, 8, 9, 12 Jahren nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Aber die Ruhe liegt da vielleicht im Mittel. Also wir haben jetzt einige Positionen, über die haben wir auch schon gesprochen. Wir gewinnen das Spiel 3-1. Das letzte Spiel gegen Linz war nicht dafür da, um nochmal Dinge auszuprobieren. Gut, dann sage ich vielen Dank für die Teilnahme der Pressekonferenz. Den Kollegen, die mitfahren, eine gute Anreise und den Rest eine schöne Restwoche. Bis dann. Dankeschön.